Sehen wir ein Huhn, denken wir sofort ans Frühstücksei. Im Bruck an der Mur gibt es aber jemanden, wo das Huhn eine ganz andere Bedeutung hat. Hallo, ich bin der Lukas Rieser, ich bin 16 Jahre alt und interessiere mich schon seit 3 Jahren für die Altsteirer. Und jetzt stelle ich Ihnen eine Frage, was war zuerst da, die Hähne oder das Ei? Für Lukas war es anfangs als Ausgleich zur Schule ein Hobby, aber dann wurde es doch etwas mehr. Also ich wollte richtig anfangen zum Züchten, weil zuerst habe ich nur ein paar Zwerghörner gehabt und dann habe ich mich entschlossen, richtig zum Züchten. Und dann wollte ich eben eine große Rasse haben und dann eine österreichische Rasse. Dann war nur mal die Frage, Sulmtaler oder Altsteirer. Und dadurch, dass die Altsteirer eben gefährdet sind, was eigentlich nicht mehr so richtig sind, habe ich mich aber für die Altsteirer entschieden. Und wie ging es dann weiter? Also ich bin dann im Februar zu einem Geflügelzuchtverein im Kapfenberg dazugegangen und habe eben gesagt, dass ich noch auf der Suche bin nach Altsteirer. Und dann hat sich ein Kollege vom Mautern, vom Württemberg, gleich gemeldet und hat gesagt, ich kaufe einen Ärmel Bruteier haben. Und ja, dann habe ich 40 Bruteier gekriegt. Und davon waren dann 8 wildbraune und ein paar weiße Altsteirer sind dann geschlüpft. Und er hat schon ein Lieblingshuhn. Das ist mein Lieblingshuhn und auch mein bester Huhn. Mit der bin ich Landeschampion geworden. Auf der Landes- und Ostschau in Biber. Welche Kriterien müssen da erfüllt werden? Also wichtig ist einmal der Schopf, dass der da ist, dann ein Wickelkamm, das heißt, der muss so S-förmig sein. Die Farbe natürlich, die Nervzeichnung ist ganz wichtig, dass der nicht fehlt und dass sie schön da ist. Die Füße sollen schöne Fleischfarben sein. Die Augen sollen rot sein am besten, schön weiße Ohrscheiben, keine zu langen Kehllappen und vom Stand her sollte sie auch ganz gut passen. Aber auch der Hahn muss nicht nur schön, sondern auch für die Zucht gewisse Merkmale aufweisen. Ja, der Hahn, bei dem muss man schön auf den Kamm achten, dass der schön gezackt ist. Der soll 6 bis 8 Zacken haben, schöne weiße Ohrscheiben. Die Kehllappen sollten nicht zu lang sein. Wieder die roten Augen, die fleischfarbenen Füße. Und so von der Farbe her soll er so schön sein. Einen leicht abgeschrägten Rücken soll er haben. Und vom Gewicht her so 2,5 bis 3 Kilo. Ja, und Händel sind halt für mich mein Lieblingshobby. Und neben der Schule verbringe ich die meiste Zeit im Hörnerstall. Und das ist so meine bunte Truppe noch. Da habe ich westfälische Totleger und ein Stammpeperlhain. Dann die silberhäusigen Altsteirer laufen damit. Und ein paar Mischlingshörner, was sehr brav braten. Ich glaube, es ist nicht so sehr bekannt, dass es auch weiße Altsteirer gibt. Also das ist mein weißer Altsteirerhahn. Die Weißen sind viel bedrohter wie die Wildbraunen. Und da muss man eben auch von der Form her gleich achten, wie bei den Wildbraunen. Und von der Farbe muss man schauen, dass eben keinen Gelbstich haben, was aber mein Hahn leider hat. Ja, da habe ich noch Mandarinanten und Braunanten. Das sind noch Laufanten. Ja, die habe ich so nebenbei noch. Das sind eben die ersten Küken von den silberhäusigen Altsteirer. Die habe ich mit dem weißen Hahn nämlich gekreuzt und deswegen sind sie so weiß rum. Ja, es ist natürlich immer was zum Tun mit den Hörnern. Jetzt zum Beispiel Bruteier sammeln, Küken versorgen, die großen Hörner versorgen. Und dann im Herbst geht es dann wieder auf die Ausstellungen. Da muss ich dann vorher die Hörner schön sauber machen und so hinfahren natürlich. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Jetzt habe ich Ihnen viel gezeigt von meinem Reich mit meinen 40 Hörnern. Momentan wird es dauerhaft mehr, weil Küken schlüpfen. Die brauchen aber noch Ruhe, deswegen können wir es nicht sagen. Und ich hoffe, Sie wissen jetzt schon, was zuerst da war. Es ist natürlich das Ei.